das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Als der frühere britische Premierminister Cameron einst die Abstimmung über den Brexit ansetzte, da hoffte er auf ein Nein der Bürgerinnen und Bürger und damit Rückenwind für seine Arbeit. Dieses Pokerspiel ging bekanntlich gründlich daneben. Und in wenn einer halben Stunde überall auf den britischen Inseln die Polling Stations, also die Wahllokale, schließen, dann könnte sich wieder jemand verrechnet haben. Als Theresa May vor wenigen Wochen überraschend Neuwahlen ankündigte, da versprach sie sich davon eine Stärkung für sich und für die Brexit-Verhandlungen. Doch der Stern der Premierministerin ist zuletzt gesunken. Die konservativen Tories schwächeln und so haben Mays größter Herausforderer, Jeremy Corbyn und seine sozialdemokratische Labour Party, im Schlussspurt mächtig aufholen können. Wer die Nase vorn hat, darüber werden wir am Ende der Sendung mehr wissen, wenn wir Ihnen die erste Prognose liefern. Doch zuvor stellt Ihnen Julie Kurz die beiden Spitzenkandidaten noch mal vor. Er, der altlinke Aktivist, der Rebell in der eigenen Labour-Partei. Sie, die Brexit-Lady, eine konservative Hardlinerin. Zwei Kandidaten, zwei Visionen meilenweit voneinander entfernt. Die amtierende Premierministerin will sich als Führungskraft für turbulente Austrittsverhandlungen präsentieren. Stark und stabil, ihr Slogan, den sie mantrahaft, manch einer meint, roboterhaft wiederholt. Auch gestern, am letzten Wahlkampftag. Wem vertrauen Sie die starke und stabile Führungskraft an, um den besten Deal für Großbritannien in Europa zu erzielen? Denn der Brexit zählt. Brexit ist die Basis von allem anderen. Sie hatte die Neuwahlen ausgerufen, um ein starkes Mandat im Land und in der Partei für die Verhandlungen in Brüssel zu erzielen. Doch im Wahlkampf patzt die Premierministerin. Sie wirkt wankelmütig, ihre Auftritte häufig verkrampft und der Versuch, sich volksnah zu geben, nicht immer überzeugend. Ihre Schwäche wird seine Stärke. Der Außenseiter Jeremy Corbyn legt in den letzten Wochen, laut Umfragen, eine rasante Aufholjagd hin. Für seine Anhänger wird er zum Anti-May, ein authentischer Prinzipienreiter von links außen, der seit Jahrzehnten für die immer gleichen Sachen kämpft. Gegen Atomwaffen, gegen Privatisierung, für die soziale Umverteilung. Es gibt Hoffnung, dass der Sparkurs zu Ende geht, dass wir gegen die Eliten und die Zyniker aufbegehren, dass unser Gesundheitssystem, unsere Schulen, die Polizei und unser Sozialsystem das Geld bekommen, das sie brauchen. 75% der 18- bis 24-Jährigen wollen für ihn stimmen. Deshalb wird für den Wahlausgang auch entscheidend sein, ob die Jungen an die Urnen gegangen sind. Die Themen der Wähler, vor allem der Brexit, die Gesundheit und auch die innere Sicherheit nach drei Terroranschlägen binnen weniger Monate. Ich glaube an Jeremy Corbyn. Keine Ahnung, ob er gewinnt, aber ich denke, wir können in diesem Land etwas ändern. Wir sind dermaßen im Schwebezustand. Es wäre schön, mal zu wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Das Wichtigste ist der Brexit. Wir müssen gut verhandeln mit der EU. Davon hängt die Zukunft unseres Landes ab. Soweit die Wahlprogramme von den Konservativen und Labour auseinanderliegen, so unterschiedlich May und Corbyn sind, für beide gibt's kein Zurück vom Brexit. Frau May wirkt so, als ob sie härter verhandeln will. Und sie sagt ja auch, dass sie die Verhandlung abbrechen wird, falls sie nicht gut laufen. Wohingegen Corbyn wohl eher dabei bleiben würde und bereit wäre, Kompromisse zu machen. Trotz ihres eher missglückten Wahlkampfs gehen die Demoskopen davon aus, dass Theresa May die Wahl gewinnen wird und sie die Premierministerin sein wird, die in knapp zwei Wochen die Verhandlungen mit Brüssel beginnen soll. Wegen der Anschläge in London und Manchester ging es im Zweikampf der Kontrahenten zuletzt ja vor allem dann um Terrorismus und innere Sicherheit. Dabei hatte alles mal, wir haben es im Film auch gesehen, mal ganz anders angefangen. Mit der Unzufriedenheit über die Einwanderungspolitik und der Entscheidung zum Brexit. Zwar muss bis zu einem endgültigen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs noch lange verhandelt werden, doch viele Bürger aus anderen Ländern der Europäischen Union, die derzeit noch auf den Inseln leben und arbeiten, sind zutiefst besorgt, wie es für sie weitergeht. Und mit ihnen viele Briten, wie Mareike Aden berichtet. Es sind die letzten Tage der Spargelernte hier in Norfolk im Osten von England. Die Saisonarbeiter aus Osteuropa kehren bald nach Hause zurück.
Er wird bleiben. Vorarbeiter Slatislav Alexandrov aus Bulgarien lebt hier mit Frau und Tochter. Jetzt fragt er sich, was, wenn es bald nach der Wahl kein Bleiberecht für EU-Bürger gibt. Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Wir haben ein Haus gekauft, das wir jetzt abbezahlen. Das ist alles sehr schwierig für uns. Ich mache mir Sorgen. Auch sein Chef Andy Allen hat Angst. Es gehe um die Existenz. Die konservative Partei will Einwanderung drastisch reduzieren und Saisonarbeiter aus dem Osten der EU sollen durch britische Arbeiter ersetzt werden. Allen hat es schon versucht. Briten wollen diese Arbeit nicht. Ich fühle mich alles andere als wohl mit diesen Plänen. So geht es nicht nur mir. Die ganze Industrie des Obst- und Gemüseanbaus, der Lebensmittelherstellung und auch die Dienstleistungsbranche, das ist alles in Gefahr. In London fragt sich Sabine von Törne, ob sie eine Zukunft in Großbritannien hat. Seit 2004 lebt die Hebamme aus Berlin hier und weiß, das Land braucht Hebammen wie sie. Heute am Wahltag ist sie angespannt, würde so gern selbst wählen gehen. Sabine von Törne wünscht sich Jeremy Corbyn als Wahlsieger. Der hat versprochen, die Rechte der EU-Bürger zu beschützen. Aber sie glaubt, May wird Premierministerin bleiben. Die größte Sorge wahrscheinlich mit Theresa May an der Spitze und als diejenige, die die Verhandlungen führt, wäre, dass sie tatsächlich ohne einen Vertrag aus der EU aussteigt. Würde man dann plötzlich am nächsten Tag ein Visum brauchen, um zu reisen? Was würde das für unsere Rechte bedeuten? Das finde ich, ist die schlimmste Gefahr. Landwirt Andy Allen hat für den Verbleib in der EU gestimmt. Bei dieser Wahl ist er hin und her gerissen. Ihm gefällt zwar die geplante Einwanderungspolitik von Theresa May nicht, aber er hält sie und ihre Partei für kompetenter als die Labour-Opposition. Ich stecke in der Zwickmühle. Ich habe einerseits Angst, nicht genug Arbeiter zu bekommen. Andererseits sollten die besten Leute in der Regierung sein. Deshalb bin ich für die Konservativen. Aber Saisonarbeiter sind entscheidend für mich. Ohne sie ist mein Betrieb am Ende. Die meisten Saisonarbeiter versichern ihm, falls die Brexit-Regelungen es erlauben, wollen sie in den nächsten Jahren wiederkommen, auch wenn das Pfund gerade schwächelt. Mit Investitionen wird Andy Allen noch warten. Großbritanniens Zukunft sei zu ungewiss. Egal, wer diese Wahl gewinnt. Hanni Hüsch in London. Theresa May hat gepokert, hat Neuwahlen selbst ausgerufen, als sie gute Umfragewerte hatte. Warum ist sie in den wenigen Wochen bis heute so unter Druck geraten und muss jetzt um den Sieg zittern? Ja, es ist schon erstaunlich, wie viel in 50 Tagen, so lange hat dieser Wahlkampf ja nur gedauert, alles passieren kann. Da kreuzten vor allem die zwei Anschläge rein, die Theresa May erheblich in die Defensive gebracht haben. Sie war Innenministerin, 6 Jahre immerhin in diesem Land, und hat in dieser Zeit fast 20.000 Polizeistellen gekündigt, eingespart. Und das war natürlich Wahlkampfmunition für ihre Gegner. Und da muss man ganz klar sagen, hat sie einen entsetzlich glanzlosen Wahlkampf geführt. Der kam hölzern daher, sie wirkte hölzern, wenig inspiriert, immer wieder, wir haben es im Film schon gehört, mit ihrem Mantra von der starken und stabilen Führung. Naja, und dann passiert der richtige Patzer. Sie verprellt ausgerechnet ihre Kernklientel. Sie will zur Finanzierung der Pflege den Alten an ihr Häuschen. Und da hört der Spaß für den Briten auf. Beim eigenen Häuschen, da ist dann auch wirklich zu Ende. Also es war ein extremst holpriger Wahlkampf. Und dagegen wirkte der Wahlkampf von Jeremy Corbyn plötzlich sehr, sehr, sehr inspiriert. Aber Achtung, das muss man ganz klar sagen. Wir wissen nicht, wie diese Wahl ausgeht, und möglicherweise hat es ja doch funktioniert, was sie geplant hat. Einen Wahlkampf, der unterbrochen war durch Anschläge, aber vor allem auf dem Thema Brexit zu führen. Hanni Hüsch, vielen Dank soweit. Ja, und in knapp 20 Minuten, da schließen die Wahllokale und dann rechnen wir mit einer ersten Prognose. Dann wissen wir ein bisschen mehr und dann schalten wir natürlich auch am Ende der Sendung noch einmal zu Ihnen nach London mit ersten Zahlen. Wir blicken aber zunächst in ein Land, das sich einst von der britischen Krone lossagte. In den USA ist Präsident Donald Trump mächtig unter Druck geraten, wegen ihm hier. Unter Eid sagte der ehemalige FBI-Direktor James Comey heute vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus. Darüber, ob Trump ihn bedrängt hat bei seinen Ermittlungen zu möglichen Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland. Gestern veröffentlichte der Senat bereits vorab Comeys Stellungnahme, in der er die Vorwürfe bestätigte. Und jetzt steht Aussage gegen Aussage.
Was dann heute bei der Anhörung geschah, Sandra Razzo. Freie Drinks für jeden Tweet von Donald Trump während der Anhörung versprach diese Kneipe in der Nähe des Kapitols. Die Aussage des ehemaligen FBI-Direktors in Washington, ein Großereignis, Public Viewing inklusive. Ich glaube, das ist ein wirklich interessanter Moment in der Politikgeschichte der USA. Das Verhalten und das Temperament des Präsidenten ist ja absurd einzigartig. Ein paar hundert Meter weiter kämpft auf dem Kapitolshügel ein Mann um seine Ehre. James Comey, der ehemalige FBI-Direktor, ist der Ansicht, Trump habe ihn wegen der Russland-Ermittlungen der Behörde gefeuert. Gleich in seinem Eingangsstatement Sätze, die wie Ohrfeigen klingen. Die Regierung hat mich und noch viel wichtiger das FBI diffamiert, als sie behauptete, in der Behörde herrsche Chaos und die Agenten hätten das Vertrauen in ihren FBI-Chef verloren. Das waren schlicht und einfach Lügen. Trump-nahe Organisationen halten dagegen, lassen am Tag der Anhörung Werbespots laufen, die Comey diskreditieren sollen. Ein weiterer Washingtoner Insider, der nur auf sein Wohl bedacht sei, so der Tenor. Der Ex-FBI-Direktor beschreibt detailliert sein Unbehagen über seine Treffen mit dem US-Präsidenten. Comey sagt, er habe gefürchtet, Trump könnte über den Inhalt der Gespräche lügen. Deswegen habe er Gesprächsnotizen gemacht. Trump habe von ihm Loyalität gefordert und ihn unter vier Augen gebeten, die Ermittlungen gegen den ehemaligen Sicherheitsberater Flynn wegen dessen Russland-Kontakten einzustellen. Der Vorwurf der Justizbehinderung steht im Raum. Die Republikaner halten dagegen. Er hat sie nicht aufgefordert, das Ganze fallen zu lassen. Nicht wörtlich. Er hat sie nicht angewiesen. Ich habe es als Anweisung verstanden. Er ist der Präsident der USA und ich war mit ihm allein. Ich habe dem nicht Folge geleistet, aber ich habe es so verstanden. Das Weiße Haus weist den Vorwurf der Lügen zurück. Der US-Präsident schickt seinen Anwalt vor die Presse, um alle Anschuldigungen zu bestreiten. Der Präsident hat niemals angeordnet oder nahegelegt, dass Mr. Comey Ermittlungen gegen irgendjemanden einstellen soll. Der Präsident hat niemals gesagt, Zitat, lassen Sie das mit Flynn fallen. Der Tag heute ein politisches Erdbeben in Washington, aber die Folgen könnten begrenzt bleiben. Ich glaube, wir haben derzeit noch nicht die nötigen Voraussetzungen für ein Amtsenthebungsverfahren, denn wir wissen nicht genug über Trumps Intentionen. Wollte er wirklich vorsätzlich Ermittlungen beenden? Das ist nicht klar. Die kostenlosen Drinks in der Kneipe um die Ecke gibt es nicht, denn die Twitter-Kommentare des Präsidenten blieben während der Anhörung aus. Ex-FBI-Direktor gegen US-Präsident, es steht nun Wort gegen Wort. Aber selbst Republikaner haben Zweifel, ob sie ihrem Präsidenten glauben sollen. Den Auftritt von James Comey vor dem US-Kongress kommentiert Stefan Niemann vom Norddeutschen Rundfunk. Ein großer Mann, dieser Comey, deutlich größer als Trump. Der geschasste FBI-Chef misst stolze 2,3 Meter. Hier in Washington präsentierte er sich heute als moralischer Leuchtturm, als Ehrenmann, der tapfer kämpft, einen charakterlich zweifelhaften Präsidenten auf Abstand zu halten. Ich war beeindruckt, wie kühl und klar Comey sich gegen die widersprüchliche und rufschädigende Begründung seiner Entlassung wehrte, wie beherzt er den Präsidenten unangemessener Einflussnahme und wiederholter Lügen bezichtigte. Ein starker Auftritt. Für mich taugt Comey dennoch nicht zum Helden. Er ist eben nicht nur Opfer eines selbstherrlichen Präsidenten. Denn Comey selbst hatte das FBI im Wahljahr ohne Not tief in politisch vermintes Gelände manövriert. Hillary Clinton glaubt bis heute, Comeys öffentliche Einlassungen zur sogenannten E-Mail-Affäre hätten sie das Weiße Haus gekostet. Trotzdem, dies war ein guter Tag für die US-Demokratie. Man mag die landesübliche Liebe zum großen Showdown belächeln, aber wo sonst wäre politisch so brisantes 2,5 Stunden ungefiltert gesendet worden? Der öffentlich tagende Ausschuss, bohrende Fragen der Senatoren, kritische Berichterstattung, all das sollte uns Mut machen. Auch ein Präsident, der auf die Würde des Amtes pfeift und die Wahrheit mit Füßen tritt, steht nicht über dem Gesetz. Amerika ist weit entfernt von autoritärer Alleinherrschaft. Aber aus meiner Sicht ebenfalls weit entfernt von einem Amtsenthebungsverfahren, selbst wenn dieser Präsident irgendwann anrüchiger und vorsätzlicher krimineller Machenschaften überführt werden sollte. Denn dazu müsste außerdem die Trump die Treue haltende republikanische Kongressmehrheit Rückgrat zeigen.
Rückgrat und wahre Größe. Stefan Niemann kommentierte. Und um die USA geht es auch im neuen ARD-Deutschland-Trend. In der deutschen Politik wird der Ton gegenüber den USA rauer, zum Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen oder dem Waffendeal mit Saudi-Arabien. Ellen Inni in unserem Wahlstudio in Köln. Sie haben die aktuellen Zahlen. Wie sehen die Deutschen denn die USA derzeit? Also die Deutschen sind sehr kritisch mit den Vereinigten Staaten im Moment. Und wir machen das fest an einer Frage, die wir regelmäßig stellen, nämlich welche Länder sind denn vertrauenswürdige Partner Deutschlands? Und da ist es ganz interessant, mal auf den Zeitverlauf bei den USA zu gucken. Im November 2016, das war kurz vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, 59% der Deutschen sagen, ja, die USA, die sind durchaus ein vertrauenswürdiger Partner. Dann im Februar der Absturz, nur noch 22% der Deutschen sagen das. Im April geht es wieder kurz nach oben. Möglicherweise liegt es daran, dass gewisse Maßnahmen von Trump, also zum Beispiel der Einreisebann, ja dann auch von den Gerichten gestoppt wurde. Die Leute haben sich vielleicht gesagt, naja, vielleicht dämmt ihnen das System ein. Aber dann hat er das Klimaschutzabkommen von Paris aufgekündigt. Und jetzt im Juni nur noch 21% der Deutschen sagen, die USA sind ein vertrauenswürdiger Partner. Zum Vergleich gucken wir uns mal die Russland-Kurve an. Die bewegt sich auf sehr niedrigem Niveau rund um die 20%. Und man muss einfach feststellen, die USA und Russland, die genießen jetzt bei den Deutschen das gleiche Vertrauen. Also ein großes Misstrauen gegenüber diesem Land. Hinzu kommt, dass sich Donald Trump ja auch weltpolitisch sehr von der Bühne zurückzieht und damit eine Lücke entsteht, bei der man sich fragen muss, wer könnte die denn jetzt möglicherweise ausfüllen? Die Deutschen haben da eine Meinung zu. Wir wollten nämlich wissen, sollten die EU-Staaten größere Verantwortung in der Welt übernehmen, wenn die USA sich zurückziehen? 80%, eine deutliche Mehrheit, bejaht das. Nur 17% verneinen das. Und wenn man noch ganz konkret nach der europäischen Verteidigungspolitik fragt, nämlich ob da eine engere Zusammenarbeit stattfinden soll, da sagen sogar 93% der Deutschen ja. Das halte ich für eine gute Idee. Nur 5% verneinen das. Also ein ganz klares Plädoyer für mehr Zusammenarbeit, für ein stärkeres Engagement auf europäischer Ebene. Aber jetzt gucken wir mal auf Deutschland alleine. Da stellt sich ja auch die Frage, sollte möglicherweise Deutschland in Zukunft auch eine größere Rolle spielen bei internationalen Krisen. Da sagen 62% der Deutschen, ja, Deutschland, auch Deutschland sollte sich stärker engagieren. Eine Minderheit von 33% sagt, nein, das sollte unser Land nicht tun. Also in der Summe kann man sagen, die Lücke, die jetzt auf der weltpolitischen Bühne durch die USA gelassen wird, da wünschen sich die Deutschen mehrheitlich, dass sowohl die EU, aber auch unser Land selbst da eine stärkere Rolle einnimmt. Ja, und die deutsche Kanzlerin, Frau Merkel, hat sich zuletzt deutlich von Trump distanziert. Trifft das denn den Nerv der Bürger? Ganz eindeutig trifft das den Nerv der Bürger, denn die Deutschen sind mit Donald Trump noch kritischer als mit den USA als Land. Das machen wir daran fest. Wir wollten mal wissen, wie zufrieden sind sie denn mit der politischen Arbeit von einigen ausländischen Politikern. Donald Trump, 5% Zufriedenheit bei den Deutschen, das ist ein denkbar schlechter Wert. Zum Vergleich die britische Premierministerin Theresa May, 22%. Auch das nicht besonders gut, denn bei beiden Politikern sagt die Mehrheit der Deutschen, mit deren Arbeit bin ich nicht zufrieden. Ganz anders das Bild bei Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten. Eine Mehrheit von 59% sagt, ich bin mit seiner politischen Arbeit zufrieden. Und das ist wirklich ein relativ guter Wert, denn Emmanuel Macron ist ja erst seit einem knappen Monat französischer Präsident. Und wenn man jetzt auf die deutsche Politik schaut, der Wahlkampf, der läuft hier bereits. Und Angela Merkel konnte sich auf der weltpolitischen Bühne in den letzten Wochen ja ziemlich stark profilieren. Welche Folgen hat das für den Herausforderer Martin Schulz im Wahlkampf? Naja, die Folge ist einerseits, wie Sie schon gesagt haben, dass natürlich Angela Merkel einen Amtsbonus hat und Martin Schulz nur ein Parteiamt innehat. Andererseits muss man auch einfach sagen, wir fragen ja regelmäßig nach der Zufriedenheit mit seiner Arbeit, aber auch nach der Zufriedenheit mit der Arbeit von anderen Politikern. Und da können wir mal auf den Vergleich zwischen Martin Schulz und Angela Merkel gucken. Wir fangen im Februar an. Da haben 55% der Deutschen gesagt, ich bin mit der Arbeit von Angela Merkel zufrieden, aber auch mit der Arbeit von Martin Schulz, da wurde er gerade von der Parteispitze zum SPD-Kanzlerkandidaten benannt. Also Gleichstand. Doch dann bewegen sich die Kurven dauerhaft und ständig auseinander. Es kamen 3 Landtagswahlen, die die SPD verloren hat. Jetzt im Juni Angela Merkel bei 64% Zufriedenheit wieder angelangt. Das ist ihr bester Wert seit August 2015. Das war vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wo sie gesagt hat, wir schaffen das. Diesen Wert hat sie also jetzt wieder erreicht. Martin Schulz hingegen bei 36% Zufriedenheit.
auf dem Tiefststand, den wir hier für ihn im Deutschland-Trend bislang gemessen haben. Da muss man wirklich sagen, das klafft ganz schön weit auseinander. Und da muss man sehen, wie in den nächsten 3,5 Monaten möglicherweise da Martin Schulz das Ruder noch rumreißen kann. Denn dieser Trend, den wir hier sehen, der bildet sich auch in der Sonntagsfrage ab. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 38%, ein Punkt mehr im Vergleich zum Vormonat. Die SPD landet bei 24%, verliert noch mal 3 Punkte. Die Linke verbessert sich um 1 Punkt, landet bei 8%. Die Grünen verlieren einen Punkt, landen bei 7%. Die FDP verbessert sich um 2 Punkte, jetzt bei 10%. Und die AfD verschlechtert sich um 1 Punkt, landet bei 9%. Alle Informationen und Hintergründe zu diesem Deutschlandtrend können Sie wie immer im Netz nachlesen unter tagesschau.de. Elneny, vielen Dank für diese Informationen aus Köln. Danke nach Hamburg. Die Deutschen stehen einem größeren Engagement unseres Landes in der Welt also, wir haben es gerade auch gehört, eher positiv gegenüber. Und das umzusetzen ist ja bekanntlich die Aufgabe des Außenministers. Der reiste heute nach Libyen, in ein Land, das nur noch geografisch existiert. Grenzschilder und Schlagbäume mögen zwar noch stehen, doch die staatliche Ordnung ist am Ende. Seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 und dem folgenden Bürgerkrieg ist das nordafrikanische Land in mehrere Machtblöcke gespalten. Es herrschen Chaos und Gewalt. Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis beherrscht nur einen kleinen Teil des Landes. Da über Libyen aber zahlreiche Flüchtlinge nach Europa kommen, ist Deutschland sehr daran interessiert, das Land zu stabilisieren. Arndt Henze. Anflug auf Tripolis. Irgendwo da unten im Mittelmeer sind die Schlauchboote gen Europa unterwegs, ertrinken wieder Menschen oder werden von der libyschen Küstenwache gestoppt. Deren Flucht endet dann in Internierungslagern wie diesem. 650 Menschen sind hier zusammengepfercht. Es gibt 7 Toiletten, 2 Duschen und keinen Arzt. Den roten Teppich lässt Sigmar Gabriel links liegen. Er weiß, dass ihm die libysche Regierung hier sogar noch ein Vorzeigelager präsentiert. Er hakt nach, will wissen, was die Menschen auch an anderen Orten erlebt haben, zum sichtbaren Unwillen der Regierungsvertreter. Beschreiben Sie mal die Situation in diesem anderen Gefängnis. Da gab es fast nichts zu essen und die Hygiene war katastrophal, sagt der Mann. Der Minister erfährt auch, dass vor seinem Besuch 400 Gefangene verlegt wurden. Bis zu 2000 waren hier schon eingesperrt. Früher war es so eng, dass wir nur im Sitzen schlafen konnten. Jetzt hat jeder Platz für eine Matratze, das ist doch schon was. Das sind die Zustände in den Lagern der Regierung. Doch die kontrolliert nur einen kleinen Teil. Es gibt dort, wo die Regierung die Lager nicht kontrolliert, gibt es richtig finsteren Menschenhandel. Dort gibt es schwere Gewalt, es gibt immer wieder Tote. Und es gibt Menschen, die absolut abgemagert sind. Am Geld dürfe eine menschenwürdige Unterbringung nicht scheitern, verspricht Gabriel dem Sondergesandten der UN. Das Problem aber ist das Fehlen aller staatlichen Strukturen. Es ist das reichste Land, das Land mit den reichsten Ölvorkommen Afrikas. Deswegen ist es so unerträglich, diese Verhältnisse hier zu sehen. Hoffnung auf schnelle Besserung sehen Hilfsorganisationen nicht, im Gegenteil. Die Zahlen werden weiter steigen und das liegt an den Zahlen der Rettungsoperationen. Dieses Lager liegt einfach besonders günstig. Deshalb werden viele Migranten direkt hierhin gebracht. Die libysche Regierung dokumentiert gerne die Erfolge ihrer Küstenwache, die an manchen Tagen mehr als 500 Flüchtlinge zurück ans Ufer und dann in die Lager bringt. Europa fördert diese Anstrengung mit vielen Millionen und auch mit modernster Ausrüstung. Außenminister Gabriel lässt keinen Zweifel, dass es gerade jetzt wichtig sei, die Einheitsregierung zu unterstützen. Denn die Kämpfe zwischen verfeindeten Milizen nehmen auch in Tripolis zu. Von außen heiße zuletzt Ägypten mit Luftangriffen den Konflikt an. Was aufhören muss, ist, dass viele Teile der Welt in diesem Land sozusagen ihre Interessen voranbringen und sozusagen die unterschiedlichen Bürgerkriegsparteien immer wieder sozusagen mit Waffen, mit Geld versorgen, sodass der Eindruck entsteht, man müsse sich gar nicht an einen Tisch setzen und ein gemeinsames Land machen. In einem ist sich Gabriel nach dieser Reise sicher: Flüchtlinge kann Europa in dieses Pulverfass auf lange Sicht nicht zurückschicken. Und wir blicken weiter östlich nach Katar. Saudi-Arabien und andere arabische Staaten haben ihre diplomatischen Beziehungen zu dem Wüstenstaat abgebrochen. Dagegen beschloss die Türkei heute, die militärische Zusammenarbeit mit Katar auszubauen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Das Parlament in Ankara billigte ein Verteidigungsabkommen mit dem Golfemirat Katar und beschloss, zusätzliche Truppen zu stationieren. Derzeit leisten dort mindestens 80 türkische Soldaten ihren Dienst. Das Vorgehen der Türkei gilt als Zeichen der Unterstützung. Der türkische Präsident Erdogan hatte die Blockade der anderen arabischen Länder als nicht gut bezeichnet. Diese werfen Katar vor, Extremisten zu unterstützen. Die Vereinten Nationen beklagen die steigende Zahl von zivilen Opfern im Kampf um die irakische Stadt Mosul. Nach einem Bericht der UN-Menschenrechtskommission haben Scharfschützen der Terrormiliz IS in den vergangenen Tagen mehr als 230 Bewohner getötet, die versuchten, aus umkämpften Stadtvierteln zu fliehen. Allerdings werfen Amnesty International und andere Menschenrechtsorganisationen auch der Anti-IS-Koalition vor, dass ihr Vormarsch viele Opfer in der Zivilbevölkerung fordere. In Deutschland sind derzeit 351 Haftbefehle gegen Islamisten nicht vollstreckt. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Darunter seien auch 100 Gefährder. Einige werden im Ausland vermutet. Allerdings werden nur einem Teil der gesuchten Taten mit einem terroristischen Hintergrund vorgeworfen. In vielen anderen Fällen geht es um Delikte wie Raub, Drogenhandel oder Körperverletzung. Air Berlin sucht wegen hoher Verluste Hilfe bei der Politik. Wie ein Sprecher der Fluggesellschaft mitteilte, wurde bei den Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Berlin eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrages gestellt. Die meisten der derzeit noch 8.000 Beschäftigten arbeiten in den beiden Bundesländern. Näheres jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Die Anfrage beim Staat legt einen Schluss nahe. Air Berlin geht das Geld aus. Wenn es finanziell eng wurde, schoss bislang stets der arabische Großaktionär Etihad aus Abu Dhabi Geld nach. Dieser aber scheint nicht mehr so recht zu wollen. Heute ließ Etihad überraschend den angedachten Zusammenschluss des Ferienfliegergeschäfts von Air Berlin mit dem des Konkurrenten TUI Fly platzen. Statt einer Teillösung mit TUI Fly wolle man nun eine Gesamtlösung für Air Berlin, so die Araber. Hierbei zielen sie auf die Lufthansa. Doch die ist nur interessiert, falls es eine Lösung für die horrenden Schulden Air Berlins gibt. Vor diesem Hintergrund muss das Ausloten von Staatsgarantien wohl gesehen werden. Die Air Berlin-Aktie drückte das heute zeitweilig um 10%, letztlich um gut 2%. Wegen der geplatzten Ferienfliegerallianz muss Air Berlin nun auch noch Geld an TUI Fly zurückzahlen. Doch woher nehmen? Es ist fraglich, ob die Politik zu Garantien bereit wäre. Für Air Berlin könnten sich die Dinge nun schnell zuspitzen. Die Börsendaten. Der deutsche Leitindex DAX ging mit einem Plus von 0,3% aus dem Handel und schloss bei 12.713 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich kaum und stieg auf 21.182 Zähler. Nach langer Dürre haben heftige Unwetter die südafrikanische Region rund um Kapstadt getroffen. Mindestens 8 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 800 Unterkünfte in Armenvierteln wurden überflutet oder zerstört. Die starken Winde führten auch auf den Straßen zu Unfällen. Blitze setzten Häuser und Wälder in Brand. Zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Und wir kommen zurück zur Wahl im Vereinigten Königreich. 46 Millionen Briten haben sich für diese Wahl registrieren lassen. Und bevor jetzt gleich um Punkt 22 Uhr Ortszeit die Wahllokale schließen und wir die erste Prognose erwarten, schauen wir noch mal drauf, worum es heute eigentlich geht. Bei den Parlamentswahlen wird ja immer nur die untere der beiden Kammern gewählt, das sogenannte House of Commons. Im Oberhaus, dem House of Lords, da werden die Mitglieder ja ernannt. Dennoch sitzen beide im Westminster Palace in London. Zu den Aufgaben der heute gewählten Unterhausabgeordneten gehört, klar, die Gesetzgebung. Aber auch die britische Krone ist Teil des Parlaments. Formal muss die Queen Gesetze noch billigen. Insgesamt geht es heute um 650 Wahlkreise und entsprechend viele Sitze im Parlament. Und die werden alle nach dem Mehrheitswahlrecht verteilt. Ganz einfach, der Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis, der zieht dann auch als Abgeordneter ins Unterhaus ein. Es gibt also kein Verhältniswahlrecht mit einer Zweitstimme, so wie bei uns. Dieses direkte Wahlrecht begünstigt daher große Parteien wie die Konservative Partei oder die Labour Party. Gewonnen hat demnach, wer mehr als die Hälfte der 650 Sitze holt. Und den Chef oder die Chefin dieser Partei beauftragt die Queen dann mit der Regierungsbildung. Und wer das sein wird,
Das können die Briten jetzt, wenn ich auf die Uhr schaue, nicht mehr entscheiden, denn soeben haben im Vereinigten Königreich die Wahllokale geschlossen. Und deshalb schalten wir direkt nach London zu unserer Korrespondentin Hanni Hüsch. Hanni, die erste Prognose ist soeben verkündet worden, schätze ich. Mit welchen Zahlen? Sie ist eine Bombe und sie ist eine vernichtende Bombe. Sollten diese Zahlen Realität werden für Theresa May und ihre konservative Partei. Sie ist zwar die stärkste Partei, sie erreicht aber keine absolute Mehrheit mehr. Sie würde nach dieser Umfrage, die in 144 Wahlkreisen erhoben worden ist, 17 Plätze verlieren. Der Gewinner dieser Wahl ist Labour, 266 Stimmen. Das sind 34 on top. Die Liberaldemokraten kämen, muss man ja immer sagen. Das ist nur eine Umfrage, eine Prognose auf 14 Sitze, hätten 6 dazu gewonnen. Und die schottischen Nationalisten würden verlieren, ziemlich markant, um 34 Sitze. Ja. Hätten 34, würden 22 verlieren. Das ist ein beachtliches Ergebnis und es ist das, sollte es Realität werden, was die meisten hier befürchtet haben, das sogenannte Hangparlament, keine klaren Mehrheitsverhältnisse, keine Regierung, die sich zumindest im Moment anbieten würde mit klarer, deutlicher Mehrheit. Tja, wenn das dabei bleibt, aber dann bleibt ja trotzdem die Frage, wer wird denn jetzt neuer Regierungschef? Könnte das denn für Corbyn reichen, trotz allem? Na, das muss er gucken. Also erstens ist es früh am Abend. Man muss sehen, ob Theresa May dazu gewinnen kann, ob sie möglicherweise die absolute Mehrheit noch erreichen kann, die bei ungefähr 325 Stimmen liegt. Nach jetzigem Stand hat sie 314. Das ist noch eine Strecke. Aber das ist ein so katastrophales Ergebnis, dass es ihr sicherlich parteiintern nicht bekommen wird. Ja, und da muss man sehen, was dann passiert. Ist sie oder wäre sie nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden, dann würde diese Aufgabe sicherlich Jeremy Corbyn zufallen, aber auch da müssen wir sehen, wird es reichen, dass er eine Minderheitsregierung stellen kann, die von genügend Abgeordneten aus anderen Parteien unterstützt wird, etwa von den schottischen Nationalisten oder den Liberaldemokraten, die ja einen relativ intensiven Anti-Brexit-Kurs geführt haben und möglicherweise von Fall zu Fall Jeremy Corbyn unterstützen würden. Aber man kann sagen, das bringt erstmal, glaube ich, in hohem Maße chaotische Verhältnisse in eine eh schon sehr schwierige Zeit. Wir sind in den Brexit-Zeiten, im Umbruch. Ja, und was daraus wird und wie das da weitergeht, ich würde mal sagen, nach den jetzigen Zahlen ist das ziemlich offen. Das wird eine spannende Nacht. Hanni Hüsch, vielen Dank. Sie werden es weiter verfolgen und wir werden in den kommenden Ausgaben von ARD aktuell natürlich weiter darüber berichten. Vielen Dank für diese aktuellen Infos aus London. Und wir blicken jetzt noch zum Schluss schnell aufs Wetter. In London hat es ja heute passend zum Klischee geregnet. Können wir in Deutschland mit Sonne dagegen halten, Sven Plöger? Ja, Ingo, wir können zumindest eine Zeit lang, sieht ziemlich gut aus, vor allen Dingen in der Osthälfte, wohl auch bis zum Abend, da gibt es dann auch gleich mal 30 Grad. Von Westen kommen allerdings schon vormittags kräftige Regengüsse. Und man kann eigentlich schon prima sehen, diese Wolken. Heute Morgen war es bei uns so, im Norden viele Wolken, da regnete es teilweise. Im Süden, da war es schon klar und freundlich. Und jetzt sieht man hier, das ist das Land, wo gewählt wurde, britische Inseln. Und hier ist Frankreich. Und Sie sehen jetzt, wie dieses Gewölk schon langsam weiter vorankommt. Und genau diese Wolken sind es eben, die den Regen bringen. Und die hängen zusammen mit diesem Frontensystem, was uns erreicht. Vorher noch mit Power die Warmluft rein nach Deutschland. Und dann kommt die kühlere Luft, da wo sie aufeinandertreffen, ist dann eben wettermäßig so eine ganze Menge los. Und wenn wir die Wettervorschau ansehen, dann sehen Sie hier auch diesen starken Regen, blau eingefärbt. Erst Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen zieht nach Norden weiter. Dann entwickeln sich hier diese Gewitter, die bis in die Nacht zum Sonnabend dann auch im Osten ankommen. Also wettermäßig ein spannender Vorgang, bevor sich das Ganze dann wieder beruhigt. Wir gucken zunächst in die Nacht hinein. Gegen morgen früh hier an der Grenze zu den Niederlanden schon die ersten Gewitter möglich. Jetzt anfangs übrigens noch in Vorpommern ein paar Tropfen, die ziehen sich zurück. Sonst ist es klar, Frühtemperaturen meist 11 bis 16 Grad, im Osten Bayerns auch mal 9 oder 10. Der morgige Vormittag startet dann eben in der Westhälfte schon mit dem Starkregen, teils gewittrig durchsetzt. Achtung, auch Aquaplaning-Gefahr auf den Straßen. Weiter nach Osten und Süden prima Wetter. Mittags kommt die Front in die Mitte voran mit teilweise kräftigen Gewittern. Dahinter langsame
Beruhigung, davor immer noch sonnig. Wie gesagt, bis in die Nacht hinein braucht man hier teilweise, bis die Gewitter ankommen. Temperaturen dann im Raum Dresden zum Beispiel bis 30 Grad, im Raum Köln 22, alle anderen liegen ein bisschen dazwischen, nur der Nordwesten 16 bis 18 Grad. Wind südliche bis südwestliche Richtung, in Gewittern mal sehr böig. Der Samstag dann ein Tag, wo es wieder im Verlauf immer sonniger wird, 22 bis 27 Grad. Und Sonntag kommt im Südwesten große Hitze an. Aber morgen bekommt die Natur erstmal vielerorts den doch so wichtigen Regen. Das ist doch auch wichtig, genau. Ja, vielen Dank, Sven Plöger. Soweit die Tagesthemen. Aber die Kollegen von tagesschau.de halten Sie natürlich die ganze Nacht über in einem Live-Blog über den überraschenden Ausgang dieser Wahl im Vereinigten Königreich auf dem Laufenden. Auch auf Phoenix können Sie dazu jetzt eine Sondersendung sehen. Und hier im Ersten gibt's Comedy 321 Michel Müller. Gegen 0.25 Uhr dann meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Ebenfalls neueste Hochrechnungen aus Großbritannien. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.